Hallo ihr Menschen und herzlich willkommen heute mal zu einem Video, wo ich jetzt so dachte, darüber muss ich jetzt einfach mal ein Video drehen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über die Ursula von der Leyen, also unsere Verteidigungsministerin, und über ihre Pläne mit der Bundeswehr. Der Bericht ging grundsätzlich darüber, dass Frau von der Leyen Ideen hat, wie man zusätzliche Dienstleistungen von Soldaten nun mehr vergüten sollte. Und als ich mir das so durchgelesen habe, dachte ich mir einfach nur so, what the fuck, darüber muss ich ein Video machen. Und zwar geht es damit los, dass Soldaten, die in einem Bunker arbeiten und damit keine Zufuhr zu Frischluft haben oder Zugang zu natürlichem Sonnenlicht, 30 Euro mehr pro Monat bekommen sollen. Also ich meine, what the fuck? 30 Euro dafür, dass du den ganzen Monat in deinem Bunker sitzt während deiner Arbeitszeit und einfach nichts von der Außenwelt mitbekommst. Also jetzt mal ganz ehrlich, 30 Euro sind echt nicht so besonders viel, wenn man sich überlegt, wie eklig das eigentlich sein muss, die ganze Zeit wirklich in so einem Bunker drin zu sitzen, von morgens bis abends. Ich selber hatte mal ein Praktikum bei einem Betriebsfotografen, der eben so Fotos gemacht hat für Kataloge von Bettwäschen oder sonst was. Und dort hat man auch den ganzen Tag in einer Halle verbracht, die keine Fenster hatte. Und ich sag euch eins wirklich ganz ehrlich, nach 5 Tagen drehst du da drin fast durch. Und dann zu versuchen, diesen Arbeitsplatz mit 30 Euro pro Monat im Vergleich zu normalen Soldaten, was auch immer das genau ist, attraktiver zu machen, ist der absolute Megaschuss in den Ofen. Da ist Team Rocket harmlos dagegen. Soldaten, die auf eine Antenne klettern, die 20 bis 50 Meter hoch ist, sollen zukünftig 2,14 Euro mehr pro Tag erhalten. Ich soll also wirklich für 2,14 Euro mein Leben riskieren? Ist das Ihr Ernst? Bei Masten, die 50 bis 100 Meter hoch sind, soll man 3,58 Euro pro Tag mehr erhalten. Soldaten, die Klimaerprober stellen und damit krasser Hitze oder Kälte ausgesetzt werden, sollen 2,87 Euro am Tag mehr bekommen. What the fuck? Leute, ich lasse mich doch nicht grillen oder in den Kühlschrank stecken, irgendwo da draußen in der Natur für 2,87 Euro mehr am Tag. Was ist denn los mit der? Wie kommt man denn auf so eine bescheuerte Idee? Jetzt mal ganz ehrlich, das hat doch nichts mit Logik oder Vernunft zu tun. Aber das Krasseste finde ich diese Aufstockung. Beamte oder Soldaten, die Versuchstiere aus ABC-Waffenabwehrtests betreuen oder vernichten, sollen 64 Euro im Monat mehr erhalten. Alter, das heißt, sie sagt sozusagen, es wäre ganz nett, wenn sich jemand finden würde, der Tiere tötet oder Tiere betreut, die auf dem Weg dahin sind, bei Tests getötet zu werden, und ihr kriegt sogar 64 Euro dafür mehr im Monat. What the fuck? Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das nicht witzig, ich finde das pervers. Jetzt mal ganz ehrlich, wer lässt sich denn bitte für so ein paar Euro so einkaufen? Würde ihr sagen, für 2,87 Euro mehr am Tag gehe ich da raus in die scheiß fucking Antarktis? Ich glaube nicht. Außerdem plädiert Frau von der Leyen für eine höhere Frauenquote bei der Bundeswehr. What the fuck? Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Frauen bei der Bundeswehr. Im Gegenteil, ich finde es sogar cool, wenn es Frauen gibt, die sich zu sowas berufen fühlen als Frau. Aber warum zum Teufel müssen wir jetzt versuchen, eine Frauenquote bei der Bundeswehr zu etablieren? Immerhin ist die Frauenquote in Deutschland schon bei 10%. Ich meine, um die Quote noch weiter aufzustocken, haben wir genau 3 Möglichkeiten. Erstens, wir schieben da so unglaublich viele unfreiwillig gemeldete Frauen da rein und die müssen jetzt einfach Soldatin werden. Zweitens, wir nehmen einfach extrem viele Männer aus diesem Job raus, die damit an arbeitslos werden, um die Quote zu erreichen. Oder drittens, wir blasen ihnen einfach so viel Geld in den Arsch, dass einfach jeder freiwillig zum Bund möchte. Ich meine, machen wir es doch einfach wie die USA und stecken einfach direkt wieder 52% unserer Steuereinnahmen ins Militär und Geheim. Dienste. Davon werden wir alle profitieren und können uns dann endlich gegen die Supermächte dieser Welt entgegensetzen, die uns eigentlich überhaupt nicht angreifen. Ich meine, natürlich hat die Bundeswehr ordentlich an Zulauf verloren, seitdem die Wehrpflicht abgeschafft wurde, aber ich meine, daran sieht man doch erstmal, wie wenig die Deutschen Lust auf Waffen und Kriege haben. Ist es denn wirklich so notwendig, in diesen modernen Zeiten die Bundeswehr aufzurüsten? Oder steckt da vielleicht doch ein tieferer Plan dahinter? Ich meine, vielleicht sind meine Gedanken jetzt Spinnerei, aber vielleicht ist es auch wirklich die passive Vorbereitung auf einen Krieg. Denn schon zu Beginn der Legislaturperiode sagte Frau von der Leyen in ihrem neuen Amt, dass sie die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber unseres Landes machen möchte. Und warum sollte man so etwas tun in einem vereinigten Europa? Warum braucht die deutsche Bundeswehr jetzt
jetzt auf einmal so viele Soldaten? Ich meine jetzt mal angenommen, Deutschland würde wirklich militärisch ernsthaft angegriffen werden. Erstens steht dieser Fall momentan überhaupt nicht in Aussicht. Zweitens, selbst wenn es passieren würde, dann ist es vertraglich festgehalten, dass die anderen EU-Länder Deutschland sofort helfen würden. Das bedeutet Frankreich, Spanien, Italien, was weiß ich sonst noch wer, würden alle sofort ihr Militär nach Deutschland schicken. Also warum muss Deutschland jetzt selber passiv aufstocken, indem sie die Arbeitsplätze beim Bund attraktiver macht mit mehr Geldmitteln? Dann ist doch meiner Meinung nach die einzig logische Erklärung, dass man selber aktiv werden möchte, denn ansonsten braucht man sie nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Könnte es wirklich sein, dass hinter unserem Rücken gerade ein Plan ausgeheckt wird, den wir noch nicht durchschauen können? Oder haltet ihr das eher für Schwachsinn? Oder gäbe es für euch wirklich ein bestimmtes Gehalt, ab dem ihr sagen würdet, dafür würde ich mich jetzt beim Bund verpflichten lassen als Soldat? Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare oder gerne auch auf Facebook und Twitter. Oder falls ihr in der nächsten Frag-Clemens-Folge dabei sein wollt, dann geht jetzt auf Instagram und schreibt unter das passende Foto dazu eure Frage. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Da oben kommt jetzt noch zum letzten Video oder da unten kommt jetzt noch zu den lustigen Geschichten. Wir sehen uns dann eben, wie gesagt, wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao und bis dann.